Element des Wiederaufbaus wird in immer steigendem Maße dem Boden des Ruhrgebietes abgerungen und der Wirtschaft zugeführt. 151 Zechen sind in vollem Betrieb. Die Förderungsziffern sind in den letzten Monaten allmählich, doch ständig gestiegen. Diese Ankurbelung ist nur möglich durch das Heranziehen und Einsetzen von Tausenden von frischen Arbeitskräften. Aus allen Teilen Deutschlands strömt ein Heer von jungen Männern in das Ruhrgebiet. Ungelernte, doch unersetzliche Hilfskräfte für die Kohlengewinnung. Ihr Durchschnittsalter liegt zwischen 17 und 20 Jahren. Rund 6.000 werden monatlich in den Arbeitsprozess eingereiht. Nach einer eingehenden ärztlichen Untersuchung in einem Durchgangslager erfolgt die Ausgabe der Arbeitskleidung, eine komplette Ausrüstung für jeden. Und nun die Umsiedlung zur Zeche, dem zukünftigen, ständigen Arbeitsplatz des jungen Mannes. Jede der 151 Zechen hat ein Wohnlager wie dieses bei Wanne-Eickel. Die Unterkunftsräume sind wohnlich und sauber. Die Ernährung richtet sich nach der Art der Arbeit. Die Verpflegung eines Arbeiters unter Tage hat einen Nährwert von durchschnittlich 3.500 Kalorien. Die jungen Arbeiter erhalten gleich nach der Ankunft einen zweiwöchigen Instruktionskursus, der sie mit dem Leben und der Arbeit im Stollen vertraut macht. Und dann kommt der Tag, an dem eine neue Gruppe zum ersten Mal den Weg zur Zeche antritt. Jedem Neuling steht ein erfahrener Bergmann so lange zur Seite, bis er seine Aufgabe selbstständig beherrscht. Schichtwechsel. Mit dem Förderkorb geht es in die Tiefe an den neuen Arbeitsplatz. Diese jungen, ungelernten Arbeitskräfte sind wichtigste Helfer jeglichen Wiederaufbaus.